Echt. Sir William hat vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schießpulver und Eisen? Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Aha. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei's. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Nee, 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 das lassen wir nicht zu. Und tschüss. Oh, war doch einfach. Ah. Ja, damit ist Johnson schon mal unser erstes Opfer hier, ne? Oh, nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayawas ne yahte hagum sere. Am Dahyayum Meskana Sizagum Haji. Und tschüss. Ach, der ist auch schon tot. Zack, erstmal ein zweites Arschloch hier gepiekst. Oh, was war das? Bam! Und der nächste? Nee. Na, wieder so ein Vogel. Alter, wie viel die aushalten, ne? Ach Mann, ey, jetzt nervt mich hier nicht rum. Alter, das gibt es nicht, ne? Das gibt es nicht. Bam! Wartet kurz, ich muss kurz nachladen. So. Ach, kommt schon, ey. Die gehen mir so auf den Piss hier, ne?
Alter Schwede, wie geil war das denn? Zwei hier quasi gleichzeitig bekämpft, scheiße. Nein! Ah, verdammt, ey! Oh. Ja, jetzt hätte ich schon wieder fast was Böses dazu gesagt. Oh, ey, diese... Das sind immer dieselben Wichser, ne? Die mir so ans Bein pissen wollen hier, ne? Oh, ja. Juhu! Danke! Jawohl, einer weniger. Ach, komm, halt du dich da mal raus. Ja. Wie die immer alles abblocken können, ne? Das ist so pissig. So, ja, ist ja gut. Ich muss hier mal eben wechseln. Alter, was ist denn das schon wieder? Wie schießt der denn schon wieder? Wie soll ich denn so überhaupt irgendwas hinkriegen hier? Das ist doch wohl ein Witz. Alter Schwede, ey. Ja, kommt hoch. Könnt ihr gleich wieder runterfallen hier. Hab ich noch diese... Granaten habe ich gar nicht mehr, ne? Sprengfallen, Giftpfeile. Vergifte ich doch mal ein. Okay. Oh, jetzt habe ich ihn doppelt vergiftet. Naja, auch gut. Ach, komm schon. Nein. Ich gehe garantiert kein zweites Mal bei den Wichsern drauf hier. So, jetzt muss ich mal kurz sehen, wie ich das am besten mache. Hier, ich habe doch einen schicken Bogen. Okay. So. Meine Fresse nochmal. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt gib mir auch meine Pfeile hier wieder. Da hatte ich lange schon nicht mehr sowas Nerviges. Ah, die ganzen Indianer sind jetzt tot. So, wo ist denn... Da ist der Schatz. Jawohl, was kriegen wir da? Waschbärenmütze, Tee, medizinische Tafel, Schuhe, Messingringe, Waffengriffe, Mehl... Kleidung. Alter Schwede, das da war... Wieso waren da Flüge drin? Wie passen da denn bitte mehrere Flüge rein? Egal. Einen Schwalbensprung, okay. So. Schwalbensprung gemacht. Achso, hier wahrscheinlich nochmal, ne? Nice. Ah, sehr schön. Damit haben wir das sechste hier geschafft. Allein schon, ich hab doch Schwalbensprung gemacht. Okay. So, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin ruhig. Mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben.
die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. 1775, das heißt, der Krieg beginnt wahrscheinlich bald. Der beginnt, glaube ich, im April, 9. April, ist das richtig? Ich weiß es nicht genau. Dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Jupp, wollen wir offenbar. Ich gucke allerdings noch mal kurz auf die Map. Es gibt hier wieder Dingsmissionen, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal kurz eine Reise hier zum Hafen. Ne? Interagieren, was können wir denn hier? Hast du was? Zeig mal her, Captain. Will nicht pingelig sein, aber das reicht. Ja, ja, schon klar. Da brauchst du schon mehr. 6 Stück muss ich haben, ne? 6 mal diesen Plunder. Quatsch hier. So, interagieren wir mal. Mal schauen, ob wir uns noch mal was Schönes kaufen hier. Rumpfverstärkung wäre natürlich geil. Na, verbessertes Ruder. Ja, komm. Gönnen wir uns, ne? Rumpfverstärkung aus Holz. So, und dann... die Rettung starten. In der Nähe von Nantucket. Mit Amanda treffen und herausfinden, was sie über Nicholas Biddle weiß. Ja, machen wir. Ah, wir haben immer noch die dicke Axt. Ich muss mal sehen, wie ich die ausrüsten kann jetzt. Würde ich natürlich gerne weiterhin verwenden. Ahoi, Bobby! Kannst du ihr vertrauen? Mit meinem Leben, Captain. Oh, hallo. Ich bin Amanda. Ihr müsst der Captain sein. Na, was soll das denn alles? Du stolzierst hier einfach in meine Bar und suchst nach Offizieren. Und kurz darauf höre ich irgendwelche Gerüchte, dass das Phantom der Nordmeere wieder über den Atlantik segelt. Die Arkia ist zurück und ich brauche ihre Hilfe. Nicholas Biddle segelt jetzt für die Patrioten als Captain der Randolph. Aber der Mann macht die Küsten um Nantucket unsicher. Er hält es für eine Loyalisten-Hochburg. Wo ist er jetzt? Da offenbar. Wenn man vom Teufel spricht. Nee, unter Deck, Mandy. Das ist sicher. Ich will es mir selbst ansehen. Schauen wir mal. Bis zur Spitze des Masts klettern. Oh, schönes Regenwetter. Oh, cool. Alter Schwede. Jo. Na, was sehen wir da denn? Was haben wir denn da? Tschü. Das klingt irgendwie hammergeil und sieht auch ganz cool aus. Ja. Klettern ist zu Mainstream, was? Meine Befehle. Ja, verhindern wir, ne? Können wir ja nicht zulassen. Hier ist bestimmt ordentlich Wind jetzt gerade. Kampfposition!
Station ein.